Ja, Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt wartet noch einen Moment, bis hier ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Der Etat von Johanna Wanka, der soll wachsen. Ein grober Überblick. 3/4 des Gesamtetats gehen für Forschung drauf, 1/4 für Bildung. Alles Weitere jetzt von der Ministerin. Ökonomisch, sicherheitspolitisch und gesellschaftlich gibt es große Herausforderungen. Und ich denke, das ist ganz entscheidend, das ist außerordentlich wichtiger als je zuvor, dass wir die Grundlagen für unsere gesellschaftliche Stabilität sichern und auch die Grundlagen für unseren Wohlstand. Und, meine Damen und Herren, nichts ist für Demokratie und für Wohlstand schädlicher als ein schlechtes Bildungssystem und eine zu wenig ausgeprägte Forschung. Und Sie kennen das Zitat, nichts ist für eine Gesellschaft teurer letztendlich als geringe Bildungsausgaben und Forschungsausgaben. Und deshalb haben wir Priorität für Bildung und Forschung auch in diesem Haushalt, über den wir heute hier diskutieren. Und der Bundesfinanzminister hat es heute schon mit Zahlen belegt. In Haushaltsreden nennt man natürlich die Zahlen, mache ich auch, weil die so schön sind. Wir haben im nächsten Jahr 1,2 Milliarden mehr gegenüber 2016. Das sind über 7%. Was aber viel bemerkenswerter ist, dass wir seit 2005 jedes Jahr eine Steigerung des Etats haben, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, und dass wir gemessen von dem Ansatz, also nicht von dem Ansatz, sondern von den Zahlen für 2005, von den doch bescheidenen, jetzt über 10 Milliarden mehr für diesen Bereich, für dieses Ressort ausgeben, meine Damen und Herren. Und nun hat man ja immer Sorge, wenn es ab 2005 jedes Jahr mehr gibt, irgendwann werden die Steigerungen geringer. Und das war auch etwas, was mich bewegt hat. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir gemeinsam, sage ich jetzt auch in Richtung der Koalitionäre und des Bundesfinanzministers, dass wir in dieser Legislaturperiode, also in dieser Legislaturperiode mit dem Haushalt, so wie er jetzt vorliegt, könnte noch mehr werden, aber dass wir 26,7% Steigerung in diesem Etat allein in dieser Legislaturperiode noch einmal haben. So, und nun kann man natürlich sagen, das ist eine Menge Geld. Was macht man damit? Man kann zum Beispiel bei allem etwas mehr geben, freut alle, ist politisch sicher sehr angenehm. Man kann sich neue Förderprogramme überlegen, haben wir natürlich auch gemacht. Aber was wir gemacht haben, ist, dass wir in Richtungsentscheidungen, getroffen haben und dass wir weit in die Zukunft denken bei diesen Richtungsentscheidungen und dass wir Strukturen verändern, die weit über diese Legislaturperiode und die nächste hinaus wirken und das deutsche Wissenschafts- und Hochschulsystem gut aufstellen für den internationalen Wettbewerb in den nächsten Jahren. Und es sind also Maßnahmen mit großer Nachhaltigkeit. Zum Beispiel die Weichen, die wir für die Hochschulen gestellt haben. Wenn Sie jetzt in den Haushaltsentwurf für 2017 schauen, dann ist da über 1 Milliarde, die wir als Bund zahlen für BAföG. Das heißt, alle Länder, alle Bundesländer hatten natürlich das in ihren Haushaltsplänen, war ja eine gesetzliche Verpflichtung, hatten das auch in ihren mittelfristigen Finanzplanungen. Das müssen sie jetzt nicht dafür ausgeben, sondern haben es in allen Etats aller Bundesländer, ist das jetzt freies Geld, was gedacht war, ist eingesetzt werden sollte für die Hochschulen, Weichenstellung für die Hochschulen, Geld, was zum Beispiel investiert werden kann in unbefristete, ich sage deutlich unbefristete Arbeitsverhältnisse für den Mittelbau, wenn man es denn will. Und wenn man mal rechnet, die Gesamtsumme, dann könnte man damit die Gesamtsumme über 10.000 unbefristete Stellen im Hochschulbereich zahlen, weil dieses Geld steht nicht nur nächstes Jahr im Haushalt, das steht auch noch in 10 Jahren im Haushalt. Und wenn das jetzt in den Ländern unterschiedlich gehandhabt wurde, dann, meine Damen und Herren, sollte man bei den entsprechenden Landesministern oder Ministerpräsidenten fragen, warum sie die Prioritäten anders setzen, ob sie das Problem nicht sehen oder wie es ist. Es ist jedenfalls keine Aufgabe, wo der Bund, sondern dass der Bund definitiv dort Geld zur Verfügung gestellt hat. Für mich ist die Konsequenz, und ich denke auch für viele hier im Raum, nach Möglichkeit nie wieder was ohne möglichst konkrete Zweckbindung, weil ich betrachte es als meine Aufgabe, die Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Forschung zu verbessern. Und noch eine Bemerkung dazu. Jetzt werden ja alle möglichen Papiere geschrieben, wenn es um die Grundfinanzierung der Hochschulen geht. Das ist Geld, was alleine
5% für alle Hochschulen Erhöhung der Grundfinanzierung bedeutet. Ein wichtiges Programm bei Grundsatzentscheidungen, die weit über die Legislatur hinaus wirken, Tenure-Track-Programm. Das heißt, bei uns in Deutschland werden durch dieses Programm angeregt, junge Leute berufen. Das heißt, mit 31, 32, wie auch immer, und nicht erst mit 45, hat man Klarheit, wenn man gut ist, ob man eine unbefristete Professur hat oder nicht. Man hat Rechtssicherheit. Und wir haben 1.000 zusätzliche Stellen mehr, unbefristete Professorenstellen, und die Vergewisserung, dass jedes Jahr immer wieder Tenure Track erneuert und ausgeschrieben wird. Und das ist ein Zugmittel für internationale, also im internationalen Umfeld sich bewegende Wissenschaftler, aber auch für die, die wir in der Bundesrepublik Deutschland haben. Das ist eine Chance für die Besten in unserem System, und das ist etwas, was, glaube ich, lange wirkt und was eine Strukturveränderung bedeutet. Die Exzellenzstrategie 91b kommt zum ersten Mal dort zum Einsatz. Das heißt, neben allen Details wissen alle Hochschulen, diese Strategie ist für unbefristete Zeit als Bund-Länder-Vereinbarung beschlossen. Das heißt Planungssicherheit. Und nicht nur Planungssicherheit für die Hochschulen, die jetzt einen Zuschlag gewinnen, die zum Beispiel ein Cluster einwerben und damit den Strategiezuschlag von 1 Million jährlich erhalten, sondern es ist, wie der Imbodenbericht gezeigt hatte, etwas, was das Hochschulsystem insgesamt wettbewerbsfähig macht. Und wenn wir dann in einigen Jahren wirklich 4, 5 oder wie auch immer international reputierte Hochschulen haben, die in den Rankings ganz vorne stehen, dann können wir sagen, war genau das die richtige Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben. Und die letzten zwei Punkte, das waren Bund-Länder-Vereinbarungen. Und Bund-Länder-Vereinbarungen, ich kenne sie von beiden Seiten, sind nicht einfach. Aber ich denke, dass wir uns dort zusammengerauft haben und auch in kurzer Zeit zusammengerauft haben, zeigt, dass der Föderalismus bei vieler Kritik, die sicher berechtigt ist, auch sehr gut funktionieren kann. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Punkt, der auch für die gesamtpolitische Debatte Verhältnis Bund und Ländern ein positives Signal ist. Wir haben Hightech-Strategie. Wir haben die Vorreiterrolle in einer Reihe von Zukunftstechnologien. So eine Vorreiterrolle kann man schneller verlieren, als man sie errungen hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in diese Themengebiete, wo wir gut sind, wo wir Vorreiter sind, weiterhin auch investieren. Zum Beispiel Bioökonomie, zum Beispiel Klimaforschung, zum Beispiel Robotik, zum Beispiel Industrie 4.0, zum Beispiel Energieforschung für die Energiewende, Copernicus-Projekte. Ich will ein Beispiel nennen, was Ihnen vielleicht im Haushalt eventuell noch nicht aufgefallen ist. Das ist das Themengebiet Mikroelektronik. Die Mikroelektronik ist für die gesamte Digitalisierung in der Wirtschaft, Sensorik, Leistungsaktorik, zentral. Und wir sind dort in Deutschland, aber auch in Europa international wettbewerbsfähig. Wenn wir das bleiben wollen, dann müssen wir organisieren, dass dort Innovationssprünge möglich sind. Also nicht nur kontinuierlich weiter. Das heißt, das ist ein Feld, wo wir jetzt die Grundlagenforschung im Bereich der Mikroelektronik stärken müssen, ausrichten müssen, um dann in den nächsten Innovationszyklen in diesen Bereichen wieder ganz vorn zu sein. Und es stehen 50 Millionen für nächstes Jahr drin, aber interessanter sind die 350 Millionen Verpflichtungsermächtigungen. Das heißt, ein 400-Millionen-Paket für den Bereich Mikroelektronik. Und das ist nicht nur für unsere großen Fahrzeugindustrie, Maschinenbau. Das ist gerade auch für die Zulieferer, wo es um Systeme und Komponenten geht, ganz wichtig, dass dort entscheidend so geforscht wird, dass auch Sie davon profitieren. KMU oder noch ein Satz zur Mikroelektronik. Dadurch, dass die Beihilferegelung in den Bereichen, in denen Marktverzerrung zu befürchten ist, geändert wurden, haben wir die Chance, dort in Europa auch Produktion zu holen. Und dafür ist das auch eine zentrale Voraussetzung, dass wir da technologisch erste Liga spielen. Und deswegen ist es auch für so ein industriepolitisches Projekt ganz zentral, dass wir das jetzt im Haushalt verankert haben. Aber weil ich gerade KMU, kleine und mittlere Unternehmen, angesprochen habe. Wissen Sie, man kann es sich einfach machen. Wir haben die KMU-Förderung, gucken wir uns die Zahlen an, die ist jedes Jahr im Rahmen unserer Förderpolitik gestiegen. Und dann kann man sich angucken, große Antragsflut, man sieht die schönen Abflusszahlen in dem Bereich. Wichtiger ist aber, dass man nicht selbstgefällig ist, sondern dass man auch kritische Signale sieht. Und deswegen waren die Einschätzungen von führenden Ökonomen, dass die Innovationskraft unserer kleinen und mittleren Unternehmen nicht steigt,
sondern zum Teil stagniert oder sinkt. Und das kann man auch nicht reparieren, indem man sagt, wir haben jedes Jahr mehr Geld und jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld und damit reparieren wir das. Und deswegen, glaube ich, war es sehr wichtig. Und diese Aussage, dass die Innovationskraft nicht steigt und bezüglich der Finanzmittel der Bundesregierung betrifft nicht nur unser Ressort. Wir haben die Konsequenz gezogen, dass wir versucht haben, auch mit Experten zu analysieren, was sind Hemmnisse, was müsste man anders machen. Über ein Jahr Dialog mit vielen, auch Praxisvertretern, und daraufhin totale Veränderung der Mechanismen der Förderung, auch in der Gelderhöhung, aber wichtig der Mechanismen der Förderung für die kleinen und mittleren Betriebe, damit sie dort an dieser Stelle profitieren auch und deswegen Vorfahrt für den Mittelstand und auch so ein Bund-Länder-Programm wie Innovative Hochschule zahlt in diese Richtung ein. Und als letzter Punkt, man kann das ja alles machen, man kann das alles wollen, man kann viel Geld ausgeben, man kann darüber reden. Es wird nur funktionieren in Deutschland, sowohl was die Stabilität des Gesellschaftssystems anbetrifft, als auch, dass wir unsere Ziele erreichen, was Produktivität, Spitzenforschung anbetrifft, wenn man Menschen hat, die sich engagieren, die das wollen, die sehen, dass wir in diesem Land Chancen bieten für alle, Chancengerechtigkeit. Und deswegen ist das Thema Bildungsgerechtigkeit ein zentrales. BAföG haben wir jetzt gerade, sind losmarschiert, was die Erhöhung anbetrifft. Aufstiegs-BAföG, wenn man noch mal genau hinschaut, höhere Fördersätze, höhere Freibeträge, höhere Zuschussbeteiligung, weniger Bürokratie, Familienfreundlichkeit, ein eindeutiges Signal für die Attraktivität des Aufstiegs im beruflichen System. Und deswegen ist das, weil uns ja gerade hier im Raum, ich glaube allen an der nicht Gleichheit, sondern an der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung gelegen ist. Deswegen ist das ein Signal, was weit über die finanzielle Förderung des einzelnen Meisters oder der Erzieherin hinauswirkt. Und wenn man über Begabtenförderung, Quatsch, wenn man über Gerechtigkeit spricht, hat man immer die Neigung, dass es vor allen Dingen darum geht, die Schwächeren besonders zu fördern. Das ist auch richtig, das muss gemacht werden. Da haben wir, glaube ich, einen großen Katalog von Möglichkeiten entwickelt in den unterschiedlichsten Ressorts. Aber Gerechtigkeit heißt auch, dass man die, die leistungsstark sind, die begabt sind, dass man die besonders fördert. Das gehört auch mit dazu. Und deswegen ist das Thema Begabtenförderung, wo ich weiß, dass es gerade die Koalitionsfraktionen sehr interessiert und dass immer mehr Geld dafür gewünscht wird, ein zentrales Thema. Aber Begabtenförderung heißt nicht nur die Begabtenförderwerke, sondern mein Lieblingsthema, Deutschlandstipendium. Genau, Herr Schulze, Deutschlandstipendium. Und wir haben, ich sage es noch mal, wir haben mittlerweile im Schnitt so viele Förderfälle im Rahmen des Deutschlandstipendiums wie im Rahmen aller Begabtenförderwerke, die zum Teil schon 50 Jahre und lange existieren und auch fördern und auch Mechanismen haben. Und Chancen für jeden. Man möchte selbstbestimmt seine Zukunft gestalten. Viele haben Ängste, zum Beispiel vor der Digitalisierung, vor Industrie 4.0. Und bei aller Förderung von Technologien ist wichtig, was passiert mit den Menschen. Und nun können wir alle immer wieder sagen, durch die Digitalisierung verändern sich alle Berufe und das und das. Da muss man konkret werden. Und wir haben jetzt im April gestartet, ein großes Projekt mit der Wirtschaft zusammen, Initiative Berufsbildung 4.0, wo wir nicht nur über es wird sich alles ändern, sondern wo wir in einer Zahl, in einer bestimmten Anzahl von Berufen jetzt die Curricula entwickeln, wie die 2025 auf jeden Fall ausgerüstet und ausgebildet sein müssen. Und ich glaube, das ist eine konkrete Initiative, genau wie die Stärkung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten für den Bereich Digitalisierung. Oder eben Kampagnen, die wir machen, dass die Medien in der beruflichen Ausbildung bei den Berufsbildnern, in den Betrieben, in der Wirtschaft besser ankommen. Und eine letzte ganz kleine Bemerkung, die muss ich hier, glaube ich, nicht mehr ausführen. Natürlich gehört es auch zu den Chancen, dass wir Chancen für diejenigen bieten, die jetzt zu uns gekommen sind, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, Chancen für die, die bleiben werden und Chancen für die, die auch wieder gehen müssen. Und wir haben über unsere Aktivitäten des BMBF hier berichtet. Ich bin besonders stolz über das 10.000-Stellen-Programm für Auszubildende mit Handwerkskammern und BA. Das, glaube ich, ist eine große Leistung für den Einzelnen und nicht nur für die Volkswirtschaft in Deutschland oder vielleicht in anderen Ländern. Über ein Jahrzehnt Kontinuität in der Bildungs- und Forschungspolitik von Seiten der Bundesregierung, das zeigt Erfolge. Deutschland steht dank auch dieser Prioritätensetzung hervorragend da. Aber
wir müssen uns für die Zukunft ambitionierte Ziele setzen und müssen alles daran setzen, diese auch zu erreichen, aber gleichzeitig die schwarze Null im Auge zu haben. Denn wir wollen nicht, dass wir die Chancen für die zukünftigen Generationen zulasten genau dieser Generation erstellen. Und deswegen, meine Damen und Herren, glaube ich, ist die Zahl, die Summe, die wir haben in unserem Haushalt bei gleichzeitiger Haushaltskonsolidierung ein sehr, sehr gutes, aus meiner Sicht ein großartiges Ergebnis. Dankeschön.